Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute habe ich eine Drogerie-Haul für euch, und zwar, ich war gerade bei Müller. Die haben gerade Angebotswoche, und ja, so sieht mein Kassenzettel. Ich werde euch dieses Mal die Preise einblenden. Ich habe ein bisschen von hier und da mitgenommen, weil wir einiges gebraucht haben und auch vieles im Angebot waren. Deshalb habe ich auch zugeschlagen. Ich habe nicht weniger als 20 Euro, weil da kriege ich noch von Marc Guru und so Cashback von manchen Sachen, und ja. Und ich hatte auch 10% von Rossmann, also viel Spaß. Diese süßen von Softstyle Toilettenpapier mit diesem Mops abgebildet. Mit Duft auch. Das riecht so lecker. Ihr müsst das kaufen, aber das habe ich letzte Woche gekauft, als noch im Angebot war. Für 1,59 im Angebot. Habe ich zugeschlagen, aber ich habe nur einmal, weil ich noch von André noch Backup habe. Das heißt, wir haben noch zwei und diese noch ganz. Das heißt, drei Toilettenpapier ganz voll. Wenn wieder im Angebot sind, dann kaufe ich nochmal. Und da. So. Wir machen jetzt weiter, nicht mit Food, das machen wir nachher. Erstmal mit Haushalt noch. Ich habe die im Laden gerochen. Ich glaube, die sind neu. Oder gibt es schon lange? Ich weiß es nicht. Premium Glamour von Kuschelweich. Ich hatte letztens mir welche mitgenommen. Aber oh, sie riecht so gut. Ich habe mir von diesen zwei Stück, weil die riechen so gut mit Mandelöl. 25 Wäschen. Und die sieht so süß aus der Verpackung. Muss ich mitnehmen? Oh Mann, ich kann das nicht ausstehen. Wenn süße Verpackung oder neue Gerüche. Von dieser normalen Reihe habe ich mir drei Stück. Einmal magische Frische. 31er Wäsche. Steht neu drauf. Ich glaube, die sind alle drei neu. Magische Frische. Riecht gut. Einmal die. Dann frische Traum mit frische Perlen. Auch neu. Noch dicken frischer. Für die Kinder vielleicht, für die Wäsche. Die andere ist für mich und meinen Mann, oder für die Bettwäsche. Und die Sommerliebe ist schon ein bisschen hier. Der Bär ist kaputt. Oh, der schaut ganz traurig. Süß, wie der schaut. Ah, oh, das ist so. Ihr müsst dran riechen. Das ist Bombe. Bombe. Ja, mein Lieben. Dann geht's weiter. Nochmal mit. Ne, ich habe mir auch von Fa. Die waren auch ganz günstig. Einmal Hygiene und Frische. Das ist Handseife, antibakteriell Effekt. Alle drei. Ja, einmal mit Kokos, Wasserduft. Dann einmal mit Limettenduft, auch ganz frisch. Stört euch nicht, ich habe ganz schreckliche Fingernägel, aber ich hatte keine Zeit, die neu zu lackieren. Deshalb habe ich die so gelassen. Und Orangenduft noch. Ja, mein Softbox ist an. Ihr seht bestimmt. Und dann habe ich neu entdeckt. Die war auch ganz günstig für die Bruna, weil sie hat immer mit Neurodermitis oder ähnliches, weil sie hat immer so Haut, so, ich weiß nicht, so. Irgendwie habe ich das für sie dann mitgenommen, ohne Farbstoffe und Mineralöle für empfindliche Haut. Waschlotionen, seifenfreie, pH-neutral, hautneutral. Einmal die und die hier für sie dann. Da war dieselben Preis. Ich habe die erstmal, möchte ich die benutzen und dann die nachfüllen. Und sieht auch nicht so schlimm aus. Die kann sie dann damit duschen. Oder sich waschen, ja, weil das steht Waschlotion. Das ist für den Körper, ne? Waschlotion, genau. Ja. Dann weiter geht's. Hier meine Tüte noch. Dann noch hier, die waren ganz, ganz günstig. Habe ich mir noch ganz viel Haushalt heute. Ob die Bla, weil ich hatte welche von denen eine Marke irgendwo eine Marke, und er hat gar keinen Duft gelassen und auch keine nicht gefärbt, und jetzt die blau ist von Blink, die eigene Marke, WC Duftstein Blauspüler. Die war ganz günstig die Woche im Angebot, da habe ich mir zwei geschnappt.
Vielleicht sind sie gut und färben das Wasser oder stinken nicht so. So, dann für meine Spülmaschine habe ich mir zwei mitgenommen. Die waren auch ganz gut. Als wir den Waschmaschinen gekauft, den Spülmaschinen gekauft haben, hatten wir so eins. Und das ist mit Drachenfrucht und mit Zitrone und Melissa. Die waren auch ganz günstig und die riechen echt gut in der Spülmaschine. Müsst ihr euch kaufen, holen, wenn ihr bei Müller seid. Oder bei euch nicht keine Müller gibt, dann ja, schade. Und dann gab es hier Frühlingsfrische, auch ganz günstig im Angebot. Für weiche und frische duftende Wäsche. Für alle trockene geeignete Textilien. Ja, sieht auch sehr schön aus mit dieser Blümchen. Frühlingsfrische von Blink auch. Zwei Stück. Alles zu zweit heute. Alles zwei Stück. Ah, ich krieg schon langsam Hunger. Wir haben gleich Mittag. Und ja, was habe ich da noch Schönes? Achso, ich habe mir Natron, wollte ich in meine Waschmaschine reintun und vielleicht auch für mein Bad und so. Da steht für Küche, Haus und Reise. Kaiser Natron. Das sind fünf kleine Päckchen drin und der war auch im Angebot. Ja. Kohl und anderes Gemüse kann man auch damit waschen. Wusste ich gar nicht, dass man Lebensmittel damit waschen kann. Okay, 5×50 Gramm, ja. 5 Päckchen, kleine Päckchen sind drin. Ja, habe ich bei einem YouTube-Video gesehen und wollte mir das holen. Vielleicht mache ich dazu ein Video, wie ich die benutze. Das ist so ein Trick, ganz altes, ja, wie heißt das? Hacks, Haushaltshacks oder so heißt das. Ich glaube schon, ne? Oder, ja, genau. Dann habe ich noch hier für mich oder für die Beatrice zwei Farbdeos mitgenommen. Allein die Verpackung haben mir so angesprochen, haben mir so zugesagt. Und ja, Sommer, Summertime Moments und Paradise Moments. Beide neu auch bei uns. Hibiskusblütenduft und Gurkenwasser und Friesenextrakt. Der allein der Blaue hat mich so angesprochen. Er hat mit mir geredet. Ja, die waren auch im Angebot. Und da kriege ich noch 30 Cent auf eine Dose. Einmal von Marc Guru. Ich werde es euch versuchen hier einzublenden, irgendwo an der Seite, was ich meine. Dann, was gibt es da noch? Jetzt kommen wir zu Food. Nee, erstmal die Sachen für unsere Heidi. Da hat sie heute ganz viel bekommen. Und dann gibt's Food zum Schluss, ne? Achso, hier. Noch für die Kinder. Die waren auch im Abverkauf, die Sachen. Das ist eine Pompons Travel Reiseset. Ich habe mir beide zwei mitgenommen, weil für die Kinder, für die zwei. Auch für zu Hause. Das heißt nicht, dass wir nur auf Reisen benutzen. Und das ist hier so ab 4 Jahre. Und das ist alles drin. Wollte ich mit den Kindern ein bisschen basteln, obwohl ich nicht so begabt bin, aber. Kann man versuchen, ne? Und bei dem Malpreis war je Box 2,99, aber die waren ganz günstig im Abverkauf. Da habe ich mir zugeschnappt. Das waren die letzten zwei. Und jetzt kommt für Heidi unsere Sachen. Unsere, meine. Einmal von Vitakraft Cracker Mix mit drei Stangen drin. Ist ganz teuer normalerweise und die waren auch im Angebot. Da habe ich mir gleich drei. Und noch hier von Pet Bistro Nagersticks mit Gemüse und auch die waren auch günstiger als sonst mit Gemüse, genau hier einmal für sie und dann noch dreimal davon mit Gemüse, rote Beete, Traube und Nuss und Wald und Holunderbeere. Mag sie bestimmt, weil sie mag gerne diese Fitterkraft-Reihe und die sind immer sehr teuer, aber die waren im Angebot und auch von diesem kriege ich noch Cashback zurück. Von einer Packung, das hat sich also gelohnt wieder. Einmal hier, das habe ich schon gezeigt. Dann gibt es jetzt Food, ne? Oder habe ich da noch was? Ne, dann gibt es jetzt Food und dann ja, haben wir schon alles geschafft. Also, ich mache mich so. Dann habe ich für mich oder für die Beatrice diese Beauty Sweeties, die gibt es bei DM normalerweise und die gibt es auch bei uns.
Glutenfrei, fettfrei, laktosefrei, Fruchtgummi, Schmetterlinge mit 17% Fruchtsaft und 4% Fruchtstückchen. Dieses Wort kann ich nicht aussprechen. Was das ist, weiß ich nicht. Dann Q10, Aloe Vera und Biotin. Da gab es auch ohne Zucker. Ich dachte, die wäre auch ohne Zucker, aber naja, ist nicht schlimm. Mit Schmetterlingen abgebildet. Ja. Sind die nicht süß? Ja. Mit Erdbeere, Birne, Apfel und Orange und Zitrone. Ich mag alle diese. Dann gab es hier noch für die Mama, habe ich neu entdeckt, von Tekane war auch immer ein Angebot die Woche, schwedische Blaubeeren. Ich mag eigentlich keine Blaubeeren, aber wenn ich im Tee oder so trinke ich das total gerne, diese fruchtigen Tees. Und allein der Verpackung hat mich so angesprochen, dieses blaue, dieses schönes blaue. Ist bestimmt neu, weil die kannte ich gar nicht. Da waren im Angebot die Teekanne, Sorten alle. Dann auch für die Mama Köln Müsli, Nuss und Krokant. War auch im Angebot um 40% günstiger. Plus die 10% habe ich um die ja, 50% gespart. Vegan. So schmeckt Vollkorn jeden Tag. Kernig ohne Rosinen. 500 Gramm. Genau. Und zum Schluss habe ich mir noch die zwei von Lorenz Naturals leichte Chips, fein gesalzen, mit weniger 30% Fett und ja, glutenfrei auch. Die waren auch sehr günstig, habe ich mir zwei geschnappt. Ja, mein Lieben. Was soll ich da noch sagen? Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ihr könnt mir gerne Feedback unten lassen, freue mich immer. Und ja, ich hoffe, mein Hintergrund heute gefällt euch. Schreibt es mir unten, ob ich das weiterhin so drehen soll, mit diesem Hintergrund hinter mir. Und ja, heute habe ich ein bisschen Locken. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe bloß gestern meine Haare gewaschen und dann zusammengebunden mit einem Dutt. Und heute Morgen war, als ich die rausgenommen habe, war die so gelockt. Ich dachte, ich war beim Friseur heute Nacht oder was? Aber ja, ich brauche ja keine Lockenstab, weil aus Natur habe ich schon Locken. Aber ja. Ja, genug gelabert, ne? Ihr wollt bestimmt, dass ich Schluss mache. Ja, ihr könnt mir gerne Feedback da lassen, wenn ihr mögt. Oder ja, wenn ihr mir gerne zuschaut, könnt ihr mir auch meinen Kanal abonnieren. So verpasst ihr auch nichts mehr von mir. Und ich sage, wir sehen uns bald. Hey!